Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. Wie immer mit dabei der Yuyuka von Tal. Hallo. Barock Zaunbold. Moin. Und Rahman Rahmador. Guten Tag. Plan für heute? Holzsägen. Chaos stiften. Umgucken. Umgucken? Dummgucken. Dummgucken. Okay. Gucken macht keine Geräusche. Aber das ist dann so blöd zu sehen. Dann gucke ich ja nur dumm rum. Ne? Merkst du selber, ne? Ja. Und ich werde wieder Holz schleppen. Holz, ja? Ich brauche noch 5 Baumstämme, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ich brauche Hilfe. Ich bin auf dem Weg. Ich muss nur den Honig sammeln. Ich habe so viele Aufgaben. Ich kann immer nur eins machen. Sorgt ja weniger Aufgaben. Tja, kann mir ja keiner welche abnehmen. Ach, ich kann dir gar nicht helfen. Ich muss ja noch Fenster bauen. Oh. Aman. Jups. Hilfe. Ich höre einen Baum fällen, er ist dabei. Nein. Nee, jetzt bin ich. Oh. Wo? Hinter dem Lagerhaus im Dorf. Bleib da mal eben stehen, bis du da bist. Hier. Nach. Also hinter. Yay! Hier die Ulmen, die hier so gerade in der Reihe stehen. Die Baumstämme nicht entwurzeln. Dieses Geschleppe immer, ne? Ja, idyllisch, ne? Ich will ein Laster. Falsche Zeit. No. Alles eine Frage des Schieds. Außerdem, wenn ich mich recht erinnere, jedes Mal, wenn du ein Laster fährst, schießt dich irgendein Scharfschütze da raus. Nein, das ist, wenn ich in einem Laster sitze, den du fährst. Wenn ich fahre. Darf ich den Scharfschützen machen? Dann kommt er ja heile an. Schlecht bin ich auch nicht. Bau dir mal eine Schlinge und versuch's. Am Anfang wirst du nicht treffen. Vor allem nicht auf eine Entfernung, die für den Scharfschützen gerecht wäre. Als vernünftiger Scharfschütze nehme ich eine Schlinge erst gar nicht in der Hand. Aber du hast hier nichts anderes. Ach doch, alles eine Frage des Schieds. Ach, und wenn, rufe ich kurz beim Entwickler an, dann passt das. Ein Schlussgewehr. Nein, Mauser 98. Was Niedriges fasse ich gar nicht erst an. Den Baumstamm kannst du mir direkt hier vor die Nase legen. Wenn schon, lasse ich mir ein Phasergewehr implementieren. Ja, genau. Und wo sollen die Baumstämme jetzt hin? Genau wieder am selben Platz wie vorher. Da hinten irgendwo in der Wallach unten. See. So, falls jemand braucht, ich leg ins Lagerhaus mal eine Hose. Yay, eine Hose! Derjenige, der das nächste Mal hier runterkommt, könnte der mir vielleicht eine Fleischkeule mitbringen, bitte? Nehme ich dir gleich mit, ja. Ach, Rahman könnte auch noch Essen brauchen irgendwann, ne? Wir haben mehr als genug in der Kiste. Also ja, aber er weiß ja nicht, zwei, wo. Zwei Kekse, ein Stück Brot oder was es ist, genau. Und essbaren Wurzeln habe ich schon aufgebraucht, glaube ich, oder weggepackt. Die hast du hier in eine Truhe geschmissen, in der Küche. Genau. Da in der Küche ist aber nur Essen, was noch bearbeitet werden muss.
Fertiges Essen findest du vor mein Haus in den Körben. Links neben dem Fass der erste Korb. Da müsste ziemlich viel Auswahl drin sein. Ich? Ja. Jetzt kann ich zwar die Hose tragen, dafür kann ich aber nicht mehr die normalen Klamotten tragen. Ja, das Oberteil ist noch nicht fertig. Dann laufe ich hier jetzt im Muskelshirt rum. Kann man auch meine tätowierten Arme mal sehen. Ha! Deinen muskellosen Körper. Mir fehlen da die Ölstriche. Muskellösen Körper? Ja. Ja, der meint den muskellosen. Nee, er meint, dass seine Muskeln Ösen haben. War das jetzt? Kommt nicht das raus, was du dir erhofft hast, ne? Nein. Was braucht ihr jetzt noch für die Fenster? Glas das und Weichholz. Weichholzbretter waren es, Bretter. Genau. Ein Fenster, zwei Weichholzbretter und zwei Glas. Keine Nägel? Keine Nägel. Yay. Nur Knochenleim. Selbst den nicht. Was ist mit den Bäumen hier? Dann brauche ich nicht so weit laufen. Die sind nicht in der Qualität. Wahrscheinlich. Dann brauchen wir bedeutend mehr Baumstämme. Qualität 2. Ja, ja, da kriegst du Hause pauschal weg. Raus. Pauschal einfach umkloppen und hier entwurzeln dann. Den Scham irgendwo ins Dorf legen, wo noch andere Baumstämme liegen von der gleichen Art, dann können wir daraus direkt irgendwas machen, wofür wir es mal brauchen. Cool. War Birke hart oder weich? Birke ist Hartwold. Hartwold? Hier ist ein Maulbeerbaum Qualität 90, den kann ich ja wegkloppen. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Direkt neben der Schreinerei. Oder bei dem Tempo, in dem ich gerade laufe. Links, 2, 3, 4. Nee, hier in der Nähe der Schneiderei ist noch ein Maulbeerbaum mit Qualität 90. Ne? Das weißt du so, Jojuka. Das weiß ich, aber gut. Ich habe wie gesagt einen Maulbeerbaum mit Qualität 95. Also nimmst du da keine Setzlinge von? Wo der 90er ist, wüsste ich jetzt gar nicht. Er weiß es, aber er weiß nicht, wo er ist. Mhm. Haben zwei oder drei gute Maulbeerbäume bei uns, aber ich weiß natürlich jetzt nicht aus dem Kopf, wo was ist. Dann lass doch die 90 plus alle stehen. Ja, alles andere kloppe ich jetzt auch um. Es werden hier keine Gefangenen mehr gemacht. Wir wollten ja sowieso eine komplett neue Plantage anlegen. Wenn wieder Sommer ist, klatsche ich alle Flächen mit gutem Holzsetzling voll. Bevorzugt natürlich Eichenstecklingen. Aber es ist echt gut, dass du die Säge jetzt am Gürtel tragen kannst. Mhm. Musst du nicht immer wechseln von umkloppen, entwurzeln. Ach Matto, ich glaube, da musst du links außen langlaufen. Die Treppe ist beladen immer etwas schwierig zu laufen. Ja, das stimmt. Da hakt man manchmal dran. Das nervt. Qualität 10, oh Gott. Oh nein. Warte. Mein Monitor hat sich ausgeschaltet und zwar so, dass ich glaube, dass die Aufnahme gleich wieder abschmiert. Oh Mann. Kauf dir einen neuen Monitor. Schenk mir das Geld. Ich hätte hier sogar noch einen stehen. Ich habe auch noch einen stehen.
Ich habe auch noch einen stehen, aber nicht in der Größe. Dann nimm kleineren, der funktioniert. Dann hast du auch passende Aufnahmen. Nein. Seht ihr? Ein Grund mehr bei mir zu gucken. Meine Aufnahmen stürzen nicht ab. Meine auch nicht mehr. Okay, im Vergleich. Herr Barock hatte bis jetzt von uns dreien die wenigsten Probleme mit Aufnahmen. Bei denen kann man wirklich von Folge 1 bis Folge 83 alles durchgucken. Ja, dafür bin ich... Die sind ja erst ab Folge 20 behoben worden, nachdem wir ja rausgekriegt haben, woran es lag. Scheiß externe Festplatte. Ich glaube, sie läuft tatsächlich noch. Ja, sieht gut aus. Welche Qualität müssen die Bäume haben? 90 plus. Und Hartholz sollten sie sein, ne? Das ist egal. Nee, weil das Weichholz brauche ich. Die Eiche 63 reicht dann nicht, okay. So, wir haben schon mal die ersten Fenster in Produktion. Aber es fehlt noch ein paar Bretterchen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass, wenn wir uns wirklich so drauf stürzen, ich glaube, das Lagerhaus könnte in der übernächsten Folge durch sein. Ist gut. Sofern das Türschloss da ist. Ja, dafür fehlt... Richtig, da fehlt noch ein bisschen Flux. Eiche 78. Auch nicht. Höchstens für Eiche. Nee, nicht unbedingt. Würde ich so beispielsweise für einen Wagen verwenden. Oder für ein Fass. Oder für Kohle. Ulme war auch hart, ne? Ja. Die Bäumstämme brauchst du jetzt noch? Ich habe jetzt 44 Bäume drin. Ich habe hier unten noch liegen 2, 4, 5. Du ich kommst jetzt. Den, ich vorbeigebracht habe, aber noch nicht auf die, vorher auf die Qualität geachtet. Wenn du den aus der Plantage rausgekloppt hast, war das ein 90er. Das sind alles die vernünftigen. Anderen habe ich, glaube ich, nicht drauf geachtet. In Zweifelsfall guck einfach an. Das geht bei den Stämmen, glaube ich, nicht mehr. Also wenn das einer, den du... Hast du an das Fleisch gedacht? Ach, warte, ja. Oh, habe ich mir genau passend hingestellt. Mir fällt der Baum auf den Kopf. Ein Glück. Magst du dir eigentlich nicht mal einen Stack im Inventar? Sorry, Barock. Zum Glück wird man hier nicht erschlagen. Ich habe allein jetzt schon fast 90 Belastung im Inventar. Ja, das wiegt nichts, das Zeug. Nee, muss ja nicht gleich ein ganzes Stack mitnehmen. Ich habe 18 Äpfel, 2 Beeren, 8 Fleisch, einen Hammer und 2 Kleidungsstücke drin und bin 29 belastet. Plus die Werkzeuge, die ich sowieso auf dem Rücken habe. Und ich habe nur Setzlinge im Inventar. Ich glaube, 3 Stück Fleisch wiegen gerade mal 3. 2,4. Oh. Wie unglaublich viel. 2,4. 800 Gramm einer, ja. Hast du mir schon gesagt, wie viele du noch brauchst? Mindestens noch 4. Aber Mann, das sind die 90er, die kannst du so wegkloppen.
Da geht aber echt einiges an Holz durch jetzt, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Und das Problem ist, die ersten Bäume, beziehungsweise die Bäume, die Seintin jetzt runtergebracht hat, die, was war das? Ulme? Ahorn? Ja, Ulme. Ulme, da sind gerade mal 8 Stämme drin. Oh, super. Und es sind auch noch 3 Bäume mit, von da, ne? Danach müssten wir noch weiter suchen. Oder die Ahorn. Aber ich glaube nicht, dass du da so viel rauskriegst. Schau über der ersten Apfelbaumplantage, da habe ich auch noch gute Bäume gesetzt gehabt. Okay. Es müsste etwas gemischt gewesen sein zwischen Weich- und Hartholz. Mhm. Die Bäume sollen ja sowieso alle weg, sobald die ausgewachsen sind, wegen der Aussicht vom Türmchen. Genau. So. Tu mal lieber die Fenster. Immer nach die Oma. No. Hör auf die Mutti. Was war das denn noch? Musik? Nee, nee. Von wem war das? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Also ich weiß, lass das mal den Papa machen, denn Papa kann das gut, ist von Stromberg. Ja, ja. Ich hab's im Kopf. Irgendwo, definitiv. So. Ich krieg's nicht mehr zusammengekratzt. Yuka, weißt du noch, woher du das hast? Hör auf die Mutti? Ja. Von meiner Arbeitskollegin. Ja, aber woher hat die das? Woher kommt das? Aus einer App. Eine Musik-App. Nee, dann würde ich es nicht kennen. Vor allem mit der Melodie zusammen. Weiter geht der Text dann wahrscheinlich, hör, was sie sagt, richtig? Natürlich. Ja, aber woher kommt das? Ich habe ja hier offizielles Singverbot. Du tust es trotzdem immer wieder. Ja, aufgrund der GEMA-Gebühren. Die du zahlen möchtest. Die ich von der GEMA kriege. Dann wären es kleine Gebühren. Komponieren. Wenn die GEMA dir Geld gibt, musst du als GEMA-Künstler eingetragen sein. Und wenn du deine eigenen Lieder singst, kriegst du dafür auch kein Geld. Auf deiner eigenen Veranstaltung, für die du selbst zahlen musst. So. Die Fenster haben wir. 20 Bleche fehlen dir noch, die kann ich leider, glaube ich, nicht herstellen. Kann ich gleich mal gucken. Aber ich glaube, da muss ich auch erst wieder für schmelzen. Ja, achtet auf die Zeit. Ja, habe ich ein Auge drauf. Schmelzen würde ich sonst machen, weil da habe ich noch gar nichts gemacht. Gut. Dann schmelze ich mal eine Runde, wenn du Schmelzwerkzeug irgendwo liegen hast. In einer der Kisten in der Schmiede. Ich glaube, die drin steht. Der Barock? Ja. Kleiner Tipp, nimm dafür gleich die Esse. Ja, das sowieso. 40 Kohle zu 360 Erz. 40 Kohle. Aber ich suche gerade noch das Schmelzertool und anscheinend haben wir keins. Doch, in meiner Kiste. Ach, da ist es. Da, ich hab's gefunden. Drin steht. Hab's gefunden. So, und Kohle ist... In der Truhe, in der... Im Lagerhaus, ja. So, du sagst 40 Kohle. Bang, 40 Kohle und 360 Erz. Mhm. Kann ich natürlich nicht tragen, muss ich zweimal laufen. Baumstämme hast du genug? Nein. Okay.
Aber das Holz da oben ist auch leer. Müssen wir jetzt suchen. Ich habe hier einen 94er Ahorn gefunden, den fäll ich gerade. So. Bevor ich es vergesse, fröhliche Weihnachten. Ja, auch so. Danke. Wünsche ich dir auch. Hier steht oben nämlich ja drin. Frustschulfest. Endlich ist 25. Dezember. So, es ist an der Zeit übrigens jetzt. Max, jetzt nur ungerne. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Aber du hast noch ein paar Stämme hier. Ich habe jetzt 80 Baumstämme drin liegen. Von 200. Oh Mann. Wollen wir uns dann treffen, oder? Ja, ich komme. Lauf, Forrest. Du schaffst das. Los. Dunk, dunk, dunk. Mir geht nicht. Schade. Ich glaube, bis du da noch hinläufst und wieder zurückkommst, lohnt sich das nicht. Schmeißt immer auf den Boden und komm zum Abmord. So, unser Leder braucht noch 40 Minuten. Okay. Dann kann ich wieder neue Kleidung schmieden. Nähen. Das so. Möchte ich sehen, wie du Lederwaren schmiedest. Apropos Schmieden. Da ich ja zum Jagen für meine Armbrust kein Speer mehr tragen kann, könntest du mal gucken, was ich für ein Schwert brauche. Nein, ich backe fest. Nein. Aha. Ich sitze. Ich stehe. Bitte beeilen. Erzähl. Oh, ich warte, dass jemand auf seinen richtigen Platz geht. Brav. Gut. Dann würde ich sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat und ihr eine negative Bewertung gebt, bitte auch noch eine Begründung. Wenn wir nicht wissen, was falsch läuft, auf zu springen, können wir auch nichts besser machen. Und ja, Abo und Kommentar freuen wir uns auch immer drüber. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.